Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Gameplay von Tomb Raider. Ja, jetzt sind wir hier in so einer Base. Da haben wir schon mal ein paar Gegner vor uns. Hallo. Ja. Peter ist auch hier. Ne, Heinz. Ja. Irgendwann lerne ich es schon mal. Ja, ja. Oh, ja, ist Essen. Ja, hab heute schon 2-3 Shooter gespielt. Vielleicht, ja, merkt man das. Geht irgendwie heute ziemlich gut, würde ich sagen. Und weiter geht's. So. Ja, übrigens hört man mich eigentlich gut. Ja, hab dich so eingestellt, ja, dass man dich gut hört. Okay, dann habe ich noch eine ganz kurze Frage an euch. Dann mach. Ja, es betrifft sich auf unsere Gameplay. Also, ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich schon ein paar Tests gemacht mit Thumbnails, die raufkommen werden. Und ich habe jetzt das Problem, dass bei eurem Truck kann ich das Thumbnail nicht hochladen. Ich habe keine Ahnung wieso. Wenn ihr es wisst, also ein YouTuber, also der Torplay, hat mir gesagt, es könnte nicht an, also es sollte eigentlich nicht an dem liegen, dass weil meine Let's Plays von Eurotruck sind für ein paar Länder gesperrt wegen der Musik und so. Ja. Und er hat gesagt, eigentlich sollte es nicht an dem liegen, aber ich weiß nicht, an was das liegt, dass ich bei Eurotruck keine hochladen kann. Also bei TDU kann ich es hochladen, bei The Forest kann ich es hochladen. Ich kann es überall hochladen, aber nur nicht auf Eurotruck. Wenn ihr wisst, an was das liegt, dann schreibt es doch unter dieses Video, das ihr hier auch seht, Tomb Raider von Peter Nummer 3. Genau. Schreibt es bitte runter, weil es wäre sehr, sehr hilfreich. Ja. Also, dir wäre es hilfreich. Ja. Thumbnails für Tomb Raider, muss ich mir mal noch Gedanken darüber machen, wie die aussehen und dann noch ein Design. Ja, ich habe da schon einen Screenshot gemacht, einen richtig krass geilen. Ich bin jetzt gerade am Thumbnail machen von Tomb Raider. Ah, du machst das gerade, okay, weil ich habe nämlich auch noch Screenshots von meinen früheren Games von Tomb Raider, da habe ich nämlich schon ziemlich sehr gutes Material noch. Ja, dann könntest du das vielleicht nachher mal auf TeamSpeak hochladen, dann kann ich es mal anschauen. Ja. Genau, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, würde ich sagen. Ja. So, flankiert euch müssen wir. Klare Ansage. Oh cool, eine OP-Kiste. Eine Ratte. Das Fass ist voller Benzin. Lol. Ja, dazu kann man das verwenden. Seht ihr? Cooler Zweck. Zweck erfüllt. So. Komm an. Komm schon, trau dich. Am. So. Schnell Quickscope. Naja, so quick war das auch nicht. Ja, ich versuche bei Tomb Raider immer die bestmögliche Qualität zu erzielen. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, hat Peter auch schon mal mit 60 FPS aufgenommen, hochgeladen. Ja, das mache ich bei Tomb Raider eigentlich immer. Sieht richtig nice aus. Also in echt, bei mir hier sieht es noch in etwa 1000-mal so gut aus. Also ich bin etwas enttäuscht von der Qualität auf YouTube. Ja. Und übrigens noch eine kleine Ansage, der Peter wird auch bald eine Roomtour machen, sehr wahrscheinlich in der nächsten 1-2 Wochen vielleicht. Ja. Ja, das könnte noch möglich sein. Genau. Hoppa, so. Ah, nee, uncool. Ah, nee, gar nicht uncool. Okay, ich verstehe. Ich verstehe alles bei dem Game. Ah ja. Vorerst mal zumindest noch so. Es gibt keinen Ausweg, Outsider. Oh doch.
Das wird nicht gehen. Das ist so ein Giftgaszeug. Ne, das war's für mich nicht. Ihr habt ja gesehen, was ich vorhin schon mit der Laterne vorhatte. Genau das gleiche machen wir jetzt. Wenn Gas in diesem Raum ist, das Ganze hat einen Baueffekt. Genau den hier. Geht der noch? Ja. So. Ich sterbe. Fahr zur Hölle. So, dementsprechend. Ah ja, genau. Hey, eine neue Knarre. Gefällt mir. Ja, dich aber schon. Ah. Feldbericht der Expedition. Yep. Ist gut. So, schließen. Da nach vorne. Wop. Blended. Blended. Blended auch. Noch haben wir keine Munitionsknappheit. Oh doch, haben wir. What happened? Sehen wir gerade die unsere ersten Let's Plays an. Oh man, fangen wir gar nicht damit an. Ist nicht lustig. Sicher katastrophal. Ja, also jetzt hört ihr vielleicht so Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Forest oder von irgendwas anderem. Aber ja, am das Anfang. Erste, mach mal kurz, ich höre es mir kurz an. Das hatten wir genau, ich weiß es auch nicht mehr genau. Warte, oh. Ich höre es mal kurz an. Was willst du? Was? Kommt gleich. Jetzt das blöde Video mal an würde. Wenn. Warte mal, jetzt 3, 2, 1, komm. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Gameplay. Heute spielen wir mal TDU 2. Alex, bist du da? Ja. Du, dann fahren wir mal los. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. In den ersten 16 cool. Sekunden du schon einen Crash. Wenn ich keine Elektromarken jetzt musst du kurz zurück sein. Dann musst du manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angeholt. Ja, genau so, 200 ich meine, Meter Höhe. Ganz oben. Macht Spaß. Schon wieder klettern. Wie? Nee. Großartig. Wow, die Grafik ist echt beeindruckend. Vielleicht werde ich die nächste Folge in 4K hochladen, aber das ja beansprucht etwas Zeit. Etwas sehr viel Zeit zum das immer hochladen, rendern und so weiter. Drum bei der Folge wird es noch nicht passieren, aber ich denke die nächsten Folgen werden den 4K folgen. So, je nachdem, schreibt es doch in die Kommentare, ob ihr überhaupt 4K-fähige Geräte unter habt oder ja. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Ja, wahrscheinlich werden wir es trotzdem hochladen in 4K. Ja, viel bringt tut es ja nicht, wenn unsere Zuschauer es nicht haben. Ja, yeah, läuft.
Also am Anfang habe ich das ja auch mit 4K mal gemacht schon. TDO, World of Tanks, Tomb Raider noch nicht. Nee. Das ist doch nicht normal. Doch, Schnee ist normal. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Das ist nützlich. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Das ist nützlich. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie noch so eine Art. Eins. Aber was für ein Grund? Sehr wichtig. Was wollen Sie? Wonach suchen Sie? Ich hab nochmal einen Punkt. Cool. Kann ich wohl leider noch nicht haben. Aber Ausrüstung. Bogen. User disconnected from your channel. Okay. Das könnte kipplig werden. Nicht nach unten sehen. Geht aber gar nicht anders. Aha. Komm her! Müssen wir jetzt mal schnell umhauen. Upsala. Das ging tief runter. Ups, falscher Knopf. Ich wollte es minimieren. Ach nee. Es ist nervend. So denn, auf ein neues. Ja. So, schloss die. Komm her! Was? Warum? Ja, ich spam jetzt wie immer. Ich muss spam. F spam. Okay, ganz einfach. Einfach, lol. Das ist doch nicht normal. Es sieht immer so einfach aus mit dem F, aber irgendwie ist es gar nicht echt voll einfach. Naja, wenn ihr das Game habt, ihr werdet selber wissen, so einfach ist es nicht. Wir schwimmen. Gut. Diesmal war es nicht ich. Verdammt, wie viele sind es? Nicht viel. Nee, dieses Mal war ich's. Nicht. Komm schon. Bam. Ja, vielleicht werden wir mal ein kleines Special da machen mit dem Tomb Raider da, dass wir vielleicht Multiplayer zu dritt, zu viert oder zu fünft oder so spielen. Ja, das wird sicher witzig. Ja, vor allem du mit deinen Ego-Shooter-Erfahrungen. Ich bin eher der Autogame-Zocker. Für die, die es noch nicht wissen. Doch, das wissen glaube ich so ziemlich alle. Ja, yeah, mein PC ist schneller geworden. Dank mir. Jetzt brauche ich für eine 14-Minuten-Folge bin ich jetzt bei 63% gerendert bei 15 Minuten. Das ist aber nicht schnell. Normalerweise brauche ich eine Stunde oder so. What the hell? Ja, ich freue mich auf meine neue Teile. Die DDRs in 100 Jahren haben wir. Hey, du kannst es dann am 20. bestellen. Ja, dafür muss ich aber noch mal mit dir reden, also nicht gleich als Job. Und vorbeikommen musst du danach noch das Geld abholen. Ja, das gibt's immer im Voraus bei mir. Das muss ich noch sagen, genau. Ja, für die, die etwas kaufen wollen bei ihm. Nein, Scherz. Ja. Wenn ihr wollt, kann ich schon mal ein PC-Angebot machen, ja. Der Versand geht nicht auf uns. Nee. Nein, Scherz. Nur ein Scherz. Bei einem gewissen Bestellwert übernehmen wir selbstverständlich die Versandkosten. So, one shot. Cool, das war's.
Eine Frage, wieso werden unsere The Forest-Folgen immer kürzer? Zuerst eine Stunde, dann 50 Minuten, willst dann das wissen? 20, jetzt 11, dann 15, 11, dann 9, dann 3 Minuten habe ich noch eine. Bei The Forest ist eigentlich auch immer das gleiche. Ja, aber trotzdem. Ich freue mich schon auf das neue Update, das in 3 Tagen circa draußen ist. 2, 3, so. Ja, und sowas. Eineinhalb von ja. Diesem Stand der Zeit ausgesehen. Nenn schnell die Zeit. Warte mal kurz, ich muss kurz. Und Datum, starten. Selbstverständlich. Ja, ich muss kurz The Forest starten. Alter, mein PC voll überlastet. Bei Games, plus Render, plus YouTube, plus TeamSpeak. Da wird meiner noch gar nichts machen. Ja, mal. Okay, jetzt geht es, glaube ich, dann mal mit der Munitionsknappheit los. Wow. An mir lädt es nicht. Ah, jetzt. In 23 Stunden und 35 Minuten, also sozusagen ein Tag noch, dann ist die Fall nur 012 draußen. Den Changelog werden wir also wahrscheinlich denn bei unserem Gameplay erwähnen. Ja, also heute ist der 14.01. Also morgen sollte es in etwa diese Zeit rauskommen. Das heißt, am 16. kommt die erste The Forest Folge V0012. Wie, wenn ist der 16.? Welcher Wochentag? Was ist heute? Freitag. Okay, das war jetzt. Müssen wir noch ein bisschen vorproduzieren. Aber ein bisschen uncool von mir. Okay. Oh ne, echt jetzt? Oh. Also, The Forest. Dieses Mal verwende ich die andere Strategie an. Eine auf Lager, puh. Okay, wir müssen noch ein bisschen vorproduzieren. Auf Lager, wie sich das so anhört. Eure Track hatte ich circa für einen Monat oder so. Nein. Eure Tag hatte ich vorproduziert für, keine Ahnung, 3 Wochen oder so. Hatte ich. Jetzt lade ich gerade die letzte Folge hoch. Cool. Das wäre denn die Nummer 14. Das ist bei 90% noch 5 Minuten zum Hochladen. Ja, Hochladen geht bei dir nicht so lang wie Rendern. Zum Glück. Kommt drauf an, wenn es jetzt gerade noch eine 3-Stunden-Folge ist, dann. Ja, aber ehrlich gesagt, wer schaut das schon an? Außer es ist von verschiedenen Games, das heißt von allen Games zusammengemixt. Dann kann man vielleicht vorgehen zum nächsten Game und so. Ja, das wäre dann schon cool, aber wenn man 3 Stunden von dem gleichen Game irgendwie die immer die ganze Zeit schaut, dann wird es irgendwann langweilig. Peter? Ja. Sorry, muss mich konzentrieren. So. Will ich den gleichen Fehler nochmal machen? Nee, vorhin bin ich aus Versehen ins Feuer geraten. Ja, Terraplace hat die Verbindung getrennt. Ja, lass ihn. Ach, jetzt kommt so ein Schildspaß, die dafür brauche ich. Ein bisschen Munition und dann muss man den von hinten angreifen. Mit einer Shotgun ist es noch relativ einfach. Wenn ich richtig auf die Uhr geschaut habe, dann wären es jetzt 18 Minuten jetzt die Folge, glaube ich. Bin mir nicht sicher. So, jetzt brauche ich eine MG. Nachladen. So, den muss ich voll austricksen. Ne, ich verschwende meine Munition schon, aber. Der ist noch relativ schwierig zum
die Machete machen schon noch ganz schön Schaden irgendwie. Wow, Dynamit! Aha. Okay. Hm? Brauchst du noch lange für diese Mission? Dauert. Ja, ich kletter wahrscheinlich nicht bis zum Funkturm hoch. Das hatte ich zwar vor, aber wird das Gameplay wahrscheinlich eine knappe Stunde dauern. Okay. Ja, jetzt sind 20 Minuten um. Wir machen ja auch 20 Minuten Folgen. Ja, in darum etwa, aber nee, ich muss ja noch etwas weiter gehen. Ja, es war fast von dem Gameplay. Ich muss schon mal zu dem Standpunkt kommen, wo man anfängt zum Hochklettern, sonst ist es uncool. Ja. Dann kannst du rendern und gleichzeitig nachher nochmals aufnehmen. Ja, wäre schon möglich. Ja, mach doch. Dann kannst du gleich weitermachen. Die müssen wir immer öffnen, die Sachen. Nee, ich render nachher noch schnell. Weil denen geht's rendern auch um die 5 Minuten schneller. Ja, und dann direkt uploaden. So, die 5 Minuten brauche ich dann auch zum Uploaden, genau. Wohin geht's denn? Hopf, halt, hopf, hopf. So, ich denke hier machen. Ah, ne, hier geht's hoch. Schnell alle ausnehmen. So, hier müssen wir denn hin. Auf die Plattform werden wir jetzt noch schnell gehen. Und dann sage ich schon mal mit einem sehr schönen Ausblick von hier oben. Das war's. Nee, da gibt's nachher noch einen schöneren Ausblick. So, das war's denn von meinem Gameplay von Tomb Raider. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Daumen hoch nicht vergessen. Genau, ist immer dein Satz. Tschüss. Ciao.